Oh Mann, Entschuldigung. Technische Schwierigkeiten, ich habe mich entplugged. Also ich muss das Ganze jetzt cutten, sorry. Wo waren wir? Ah ja, hier. Emito! Jumbaneide! Hentai! So next! Na, no, überhaupt nichts. Gestalt! Gestalt! Sehr, sehr hässlich animierter Manga-Adaptionsding, das nur 2 Episoden bekommen hat, einfach nur um den Manga zu verkaufen. Fantasy, ich weiß nicht, comedy-mäßig, ein Haufen deutsche Phrasen sind drin. Keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, worum es genau geht. Ich glaube, Madame Lilly hat gesagt, sie hat dazu die, ein wenig gelesen, aber leider nicht viel. Ich habe, glaube ich, 2 Episoden gesehen, was es davon gibt, aber dazu kann ich auch nichts mehr wirklich sagen, ist zu lange her. Aber kann man vergessen. Weiter zu Alien of the Darkness. Ja, niemand interessiert Into uns. Alien. Ja, wieder Haufen Tentakel-Rape, mehr oder weniger Species im Weltall, wen kümmert's? Ishin, Doji, Senki, Gaiden, Anki, Kitan. Ja, eine Serie, Special zu der Serie, das vor ein paar Seasons mal schon war, mehr oder weniger Murder Mystery. Eine Serie, die nur in Japan überhaupt Relevanz hatte, weil sowas hier in Europa nicht unbedingt so gesehen wird. Das ist einfach Power Rangers in Anime. Ja, mit. Naja, eher gesagt, ein overpowered Demon, der für das Gute kämpft. Ja. Na, sag ja Power Rangers. Okay, ja. Dann, Kyoku Jitsu no Kantai. Immer noch dasselbe. Nicht mit Kantai Connection zu verwechseln, sondern irgendwas mit, modernen Kampfschiffen und so weiter. Und sehr viel CGI. Es ist diese frühen, CGI crawlt sich langsam an diesem Punkt in die Anime-Community rein. Also, da fangen wir mit der ersten Computergrafik an und da, das schaut nicht gut aus. Gehen wir mal weiter, Mahou, Shoujo, Meru. Ja. Das Ganze hat wenig Relevanz zwischen Menschen, die Magical Girls versuchen zu schwängern, super. Ja. Aber nur kurz zu erwähnen, kommt später gleich wieder vor bei Orimo, also sprich, alles war schon irgendwie mal da und da mag das diese Kackbratze von Kirino am liebsten. Also sagt das noch mehr über den Charakter aus. So, gehen wir gleich zum nächsten, was wir dann auch gleich bitte wieder in der Tonne versenken. Und zwar Shin Tenji Mojo Specials. Ja. Das war einfach nur Grütze. Ja, kalte Grütze. Tenshi, der irgendwie verschwindet und 2 Mädels, die hysterisch nach ihm suchen, wo man aus eigentlich etwas mit Aliens, die Raumschiffe sind und sonst Hasen und verrückten Wissenschaftlern und so weiter, eigentlich aus einem genialen Universum nur noch einen billigen Romance-Drama-Bla-Abklatsch machte, der nichts mehr wert war. Also next up in die Tonne damit. Ja, dann Shinkai no Katate Submarine 700-0707. Mission rohrfrei für Anime-Fans. Nur ohne das entsprechende Tattoo. Ja, next. Yay. Strange Love. Oh, das Einzige, was strange an dem Ding war, dass es rauskam. Ja, Mädels. Love. Leck mich. Wortwörtlich. Danke sehr. Ah, und Night Warriors. Anime. Ja, die meisten bekannten nur durch die Bilder, die sie irgendwo mal gesehen haben und die OVAs, die keiner gesehen hat. Oder natürlich die AMVs, die darauf gemacht wurden und irgendwie untergegangen sind, obwohl es noch ein paar von den besseren waren. Ein Haufen GIFs, ein Haufen Bilder und keiner weiß, wo es herkommt, da kommt das her. Okay? Und nicht zu vergessen, wenn mal wieder was von Marvel erwähnt wird in Richtung Nightstalkers à la Blade, dann wisst ihr jetzt wenigstens, wo es wirklich herkommt. Ja, aus dem Bereich. Merkt halt, vieles von den Amis wird heutzutage, ist eine Hommage an die Japaner, da die irgendwie doch langsam aber sicher sich lieb haben oder einfach bloß, die wissen, die klauen da drüben, also müssen sie gnädig stimmen. Drückt mal so aus. Ja, wortwörtlich so. Okay, damit hätten wir auch auf die Winterseason 97. Also dann gehen wir dann gleich weiter zu der Frühlingsseason. Moment, kurz. Ernsthaft? Was? Hast du jetzt wirklich noch vor, durchzuziehen?
ratlos. Nicht böse gemeint, wenn wir jetzt aufnehmen, dann zeugt das bloß davon, wir sind heute sehr fix dran. Na, ist ja gut, na, weil dann haben wir wenigstens wieder den Rhythmus. Wenn wir immer Winter, Spring für eine Episode, dann Sommer, Fall und wieder Winter, Spring, Sommer, Fall. Immer zwei Seasons zusammen. Ja, jetzt kommt es aber drauf an, ob wir die, lass lieber gucken, wie viel im Spring, Sega Sanshiro, Sega Sanshiro, Sega Sanshiro.